Eine ganz besondere Freude ist es natürlich für mich, an dieser Stelle zu Beginn unserer Sitzung unsere Ehrenmitglieder zu begrüßen. Unseren Ehrenpräsidenten Willi Schmitz, herzlich willkommen. Unseren Ehrenvorsitzenden Manfred Büschkens, herzlich willkommen. Unser Ehrenmitglied Werner Küppers, herzlich willkommen. Zur Tat. Wenn Männer und Frauen krank werden, ist das ein himmelweiter Unterschied. Stimmt nicht? Ja. Bei einem grippalen Infekt bekommt die Frau Erkältungssaft. Der Mann die letzte Ölung. Sitzung. Da hat meine Tochter mit dem Pascal getanzt. Da hat der Pascal die Eva so hochgehoben mit der Hand. Und da sagt der Pastor, nächstes Jahr muss er das machen. Da sagt er zu mir, nein, diese Hände dürfen das nicht. Ein dreifaches Mittag. Hey! Hallo! Hey! Hallo! Hey! Hallo! Hallo, Gierighausen! Wegberg ist die Stadt im Tal der Mühle und so eine Stadt braucht einen Mühlenmeister, da bin ich. Alles zusammen! Ach, Mann, ja, Mann, das geht mal, 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 das geht. Da ist ein Problem mit diesen ukrainischen Zirkusmusikern. Er meint das nicht so. Nee, wirklich wahr, das ganze Jahr sitzen die um Ural und Mühlen in der Tusch. Dann kommen sie nach Gerichhausen, hat ihre Noten vergessen. Ich möchte euch hier natürlich noch allen gratulieren zu dem eurer Spielweise angepassten Champions League Platz in der Bundesliga. Als ich heute Morgen in unser Büro kam, da sah ich sie und mir war völlig klar, wir beide sind geschaffen, um ein Prinzen wahr zu machen. Ich finde diese Idee ganz wunderbar. Seit 11 Jahren sind wir jetzt verheiratet. Und ich kann es euch flüstern, nach so langer Zeit weiß man erst, mit wem man es zu tun hat. Nicht umsonst, sagt der Volksmund, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Ja. Je später der Abend, desto schöner die Gäste, desto wichtiger die passende Tischgesellschaft hat. Um Gottes Willen, drehen Sie sich wieder rum, Jan.
Ich bin einmal in Fahrt gekommen und habe nicht mehr aufgehört. Das war ungefähr so, wie ich damals meinen Mann kennengelernt habe. Oh, um Gottes Willen, ich habe gedacht, der Priester ist schon tot.